Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Ich bin der Tech-Pirat aus dem wunderschönen Düsseldorf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und an der Überschrift habt ihr es schon erkannt, es geht heute um Strompreis für kleine Unternehmen. Was ich damit meine und warum ich der Meinung bin, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Das zeige ich euch sogar schwarz auf weiß nach dem Intro. Der ein oder andere verfolgt ja meinen Kanal schon ein bisschen länger und weiß, dass ich mich ja sehr stark, sehr intensiv mit Strom, Strompreisen, Stromersparnis und so weiter beschäftige. Und da geht es natürlich immer darum, wie kann ich das Beste rausholen aus den schlechten Situationen sozusagen. Weil wir haben ja zwar mittlerweile wieder eine entspannte Situation, aber die kommt ja bei den meisten nicht an. Das bedeutet, der Strommarkt ist mittlerweile wieder runtergebrochen, also wirklich stark runtergesunken. Aber bis diese Strompreissenkung bei dem Verbraucher ankommt, dauert noch ewig. Die Bundesregierung selber spricht davon, dass das ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern kann. Und das kann man aber verhindern, beziehungsweise das geht auch anders. Und wie ihr ja vielleicht wisst, ich habe ja im letzten Jahr mein Strompreisanbieter gewechselt. Ich bin ja jetzt bei der Firma Tibber und Tibber hat ja den Vorteil, dass die den dynamischen Strompreis nachbilden und dadurch im Grunde genommen euch jetzt schon tatsächlich günstige Tarife bilden. Da gehen wir natürlich gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein, will allerdings hier mich tatsächlich darauf konzentrieren, wie man als Selbstständiger auch Tibber nutzen kann. Denn ich habe bei Tibber mal nachgefragt und habe mal gefragt, ob die denn überhaupt oder ob da überhaupt Interesse besteht, auch kleine oder mittelständige Betriebe tatsächlich zu nutzen. Weil wenn ich die App nutze und jetzt quasi mich da anmelde, dann wird da nicht auf Firmen eingegangen. Und ich habe da tatsächlich auch eine kleine Antwort bekommen. Und was ich da erarbeitet habe, beziehungsweise was wir da gemeinsam machen, das seht ihr nach dem kleinen Beitrag des heutigen Sponsors. Denn dieses Video hat einen kleinen Sponsor, das passt thematisch wunderbar dazu. Von der Firma Anker stelle ich euch nochmal ganz kurz das Balkonkraftwerk vor. Alle anderen können natürlich weiterklicken. Habt ihr euch schon mal Gedanken über Balkonkraftwerke gemacht? Dann seid ihr jetzt genau richtig. Denn ich sitze hier an einem Balkonkraftwerk von der Firma Anker. Das Besondere ist, es ist hier ein Set, was letztendlich alles beinhaltet. Das heißt also, wir haben hier eine ganze Menge in einem Set. Das gucken wir uns nur ein bisschen genauer an, damit wir die Vorteile dieses Sets kennenlernen. Und dann geht es auch schon weiter. Die Vorteile eines solchen Sets sind auf jeden Fall schon mal, dass ich mir keinerlei Gedanken machen muss, passt denn alles zusammen? Passen die Komponenten zusammen? Passen die Module zusammen? Passt das alles so zum Wechselrichter oder nicht? Und hier haben wir zwei etwas überdimensionierte Module, nämlich zwei 415 Watt Module, die aber auf einem wunderschönen Ständerwerk hier aufgebaut sind, weil dieses Ständerwerk ist optimal dafür geeignet, um die am Balkon zu befestigen. Warum sind denn diese Module überdimensioniert? Das liegt daran, dass wir hier nur einen 600 Watt Wechselrichter haben von der Firma Anker, aber dieser natürlich dann dafür optimal eingerichtet ist, um direkt mit dem Schokostecker einzuspeisen. Wir dürfen aber in Deutschland ja nur 600 Watt nutzen, also haben wir natürlich mit 830 Watt hier eine Überdimensionierung. Was aber nicht schlimm ist, denn Balkonkraftwerke können ja nicht immer optimal positioniert werden. Im Moment haben wir auch gerade früher Morgen, die Sonne ist noch nicht da auf der Terrasse. Das heißt also, wir haben hier keine optimale Sonnenausbeute. Oftmals ist es so, dass tatsächlich nur ein Modul vielleicht voll in der Sonne steht, das andere nicht. Und da haben wir hier den Vorteil bei diesem wunderschönen kleinen Mikrowechselrichter, dass der mit zwei Eingängen auch zwei Trecker hat. Das heißt also, jedes Modul wird isoliert betrachtet und so kann ich wunderbar, obwohl das eine vielleicht ein bisschen im Schatten ist, beide Module hervorragend nutzen. Und jetzt kommen wir dadurch natürlich zur Überdimensionierung. Warum macht diese Sinn? Weil so habe ich dann trotzdem, obwohl ich eventuell nicht die volle Leistung auf den Modulen habe,
ausreichend Ertrag. Und gerade bei Balkonkraftwerken ist es so, dass die oftmals nicht die vorgesehenen oder vorgeplanten 600 Kilowatt erreichen. Und dadurch darf ich die gerne auch mal bis zu 30%, würde ich hier empfehlen, überdimensionieren, damit ihr die dann im vollen Umfang auch nutzen könnt. Das Ankerset wird wirklich mit allen erforderlichen Bauteilen ausgeliefert. Ich habe dazu ja ein längeres Video gemacht, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das mal genauer angucken. Und dann seht ihr, wie ich das aufgebaut habe, welche Ersatzteile dabei sind. Also wirklich eine ganz schöne Sache. Ja, wie ihr seht, ein Balkonkraftwerk-Set macht auf jeden Fall Sinn. Ihr müsst euch keine Gedanken machen über die Aufteilung der Module. Passt das alles? Sind die Module passend zum Wechselrichter? Haben die genug Volt, genug Ampere? Keine Ahnung. Also die ganzen Sachen, die ihr euch dann tatsächlich überhaupt gar keine Gedanken drüber machen müsst. Und ihr habt hier bei diesem Anker-Set, habt ihr dann auch noch die passende Halterung. Weil so eine Halterung liegt dann auch schon mal gerne mit 150, 200 Euro im Gewicht. Und die ist hier alles inklusive. Das heißt, also wir haben ein Komplettset, was aus 4 Teilen besteht. Erste Teil sind die Module, zweite Teil der Mikrowechselrichter, dritte Teil sind die hervorragenden, wie gesagt, Montagemöglichkeiten. Und der vierte Teil, den haben wir noch nicht besprochen, das ist die schöne App, die dabei ist. Denn ihr könnt natürlich alles, wie ihr das braucht, per App steuern bzw. überwachen. Ihr müsst dazu dann das Kraftwerk nur einmal mit dem WLAN verbinden und dann werden die Daten da schön ausgetauscht in der Cloud. Die Daten werden auch mal bei Stromausfall gespeichert, also von daher optimal. Solltet ihr auch euch für so ein schönes Balkonkraftwerk interessieren, dann nutzt den Link unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr dann direkt hier zu diesem Angebotsset kommen. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, ich hoffe, das Sponsorvideo hat euch gefallen. Alle Links dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, solltet ihr Interesse haben. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Hier ist die E-Mail. Ich habe dem lieben Johann geschrieben. Das ist kein geringerer als der Heat of Germany oder der General Manager Germany, wie ihr ihn immer nennen wollt. Und der hatte mir geschrieben, dass die grundsätzlich erstmal nichts gegen kleine Unternehmen haben. Die haben allerdings also eine Einschränkung. Du darfst als Unternehmen darfst du nur 50.000 Kilowattstunden maximal im Jahr verbrauchen, weil dann kommst du in die Großkundenkategorie und da passt du einfach nicht mehr zu Tibber. Das ist aber eine schöne Hausnummer. 50.000 ist so ungefähr das Zehnfache, was jeder normale Haushalt macht, wenn er 4 Kinder hat. Nein, 2 Kinder, also 4-Personen-Haushalt. Also von daher ist das schon groß. Und das passt dann sicherlich auf sehr, sehr viele Unternehmen. Und in meinem Fall habe ich nämlich auch ziemlich genau Januar schon mein kleines Unternehmen, mein Laden auf der Münsterstraße hier in Düsseldorf, mein kleinen Computerladen nach Tibber quasi gewechselt. Warum war das für mich denn überhaupt eine Idee? Warum sollte ich denn nach Tibber wechseln? Dazu mal ich da auch noch mal auch nicht mal einen digitalen Zähler habe. Das heißt, ich kann also im Prinzip da nur mit einem analogen Zähler den Durchschnittspreis von Tibber ja nutzen. Aber warum macht das denn da für mich Sinn als Unternehmen? Und das will ich euch jetzt mal anhand einer Grafik zeigen. Diese Grafik spiegelt einen ganz normalen Tag auf der Strompreisbörse bzw. bei Tibber dar. Ich habe hier einen x-beliebigen Tag genommen. Ihr könnt da tatsächlich jeden beliebigen Tag nehmen. Und die Grafik wurde von mir selber erstellt. Ich habe hier einige Displays gebastelt, um mir jemals täglich den Tibber-Preis angucken zu zeigen oder anzeigen zu lassen. Und dieses Display steht zum Beispiel links neben mir oben an meinem Computer und da kann ich immer sehen, wie ist der aktuelle Preis. Und jetzt zeige ich euch mal, warum es interessant ist für Unternehmen, das zu nutzen. Denn wie man hier ganz gut sehen kann, gibt es hier verschiedene Höhen und Tiefen innerhalb eines ganz normalen Tagesablaufs. Hier haben wir jeweils so Peak-Spannen und dann haben wir hier aber auch ordentliche ja, quasi Einbrüche. Und diese Einbrüche sind sozusagen dann da, wo diese Einbrüche sind ja die Bereiche, wo ich nutze, meine Batterie zu laden oder ähnliches. Es ist hier zum Beispiel kein besonderer Tag, also hier gibt es eine relativ hohe Strompreis an diesem Tag. Ich weiß gar nicht, was das für ein Tag war, müssen wir eben mal gucken.
Und da haben wir den günstigsten Strompreis bei 27 Cent und den höchsten Strompreis bei 46 Cent. Also das wird ein ganz normaler Wochentag sein, ohne besondere Einwirkungen. Und warum kann ich jetzt als Selbstständiger diesen Strom nutzen? Das zeige ich euch einfach mal. Ich kann nämlich den Strom nutzen, weil er eigentlich am günstigsten ist als Firma. Und zwar fange ich ja hier in der Firma hier so gegen 9 Uhr an. Das ist so der Zeitraum. Dann arbeite ich den ganzen Tag und gehe dann im Prinzip hier um 18.30 Uhr schon wieder nach Hause. Und daran könnt ihr das ganz gut erkennen. Jetzt greife ich zwar hier einmal in den Hauptstrompreis ein, aber wie ihr seht, habe ich hier einen schönen Preis und bekomme dadurch einen wunderbaren, günstigen Durchschnittspreis. Und das ist eigentlich der Vorteil. In den ganzen Zeiten, wo jetzt hier der Preis so hoch oder so teuer ist, da muss ich den Strom gar nicht nutzen, weil der Betrieb ist nicht besetzt, und habe dadurch hier diesen echten Strompreisvorteil, weil ich den Strom sozusagen nutze, tagsüber, wenn er am günstigsten ist. Und das ist auch schon der Vorteil von Tibber sozusagen. Ihr könnt hier den Strom immer nutzen, wenn er quasi günstig ist, weil ihr stündlich, wenn ihr die richtigen Voraussetzungen habt, einen neuen Preis bekommt. Und wenn ihr meine Videos geschaut habt, sonst guckt gerne noch mal rein. Ich habe ja schon unheimlich viel Aufwand betrieben, um meinen Strompreis noch dadurch noch mal ein bisschen zu optimieren. Und zwar gerade in der Winterzeit lade ich meinen Akku, den ich hier im Keller habe, mit 11 Kilowattstunden, lade ich nachts voll, um tagsüber den Strom zu nutzen. Warum nachts? Weil da der Strom am günstigsten ist hier in diesem Bereich. Und das ist natürlich schon ziemlich genial. Wenn ihr wissen wollt, wie Tibber überhaupt funktioniert, dann guckt euch gerne noch mal die anderen Videos dazu an. Es ist auf jeden Fall eine geniale Lösung, denn wir schauen jetzt gleich mal in die Rechnung und dann seht ihr tatsächlich, was wir da für ein Einsparpotenzial haben. Solltet ihr selber Interesse haben an diesem Tarif, unter meinem Video befindet sich ein schöner kleiner Link und das ist ein Affiliate-Link, da bekommt ihr 50 Euro Startguthaben, ich bekomme auch einen kleinen Teil. Und dann könnt ihr mit diesen 50 Euro Startguthaben bei Tibber euch anmelden. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Link benutzen würdet. Jetzt gucken wir uns einfach mal eine Rechnung an, damit ihr mal seht, was habe ich an Einsparpotenzial. Die Rechnung sieht ein bisschen abgespeckt aus, weil ich meine personalisierten Sachen alle, die darunter genommen habe. Und hier haben wir jetzt eine Rechnung von meinem Privathaushalt, die immer weniger wird, weil ich habe ja eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach und dadurch wird quasi mein monatlicher Beitrag immer weniger. Das ist auch ein großer Vorteil von Tibber. Du bezahlst hier tatsächlich nur den Strom, den du verbrauchst, und zwar immer 15 Tage nach dem Monatsabschluss. Das heißt also, ich kann in aller Ruhe immer in der App nachgucken, wie viel verbrauche ich aktuell, wie kann ich das noch ein bisschen steuern, wie kann ich das beeinflussen. Das kann man nämlich, indem man Waschmaschine, Kühlschrank oder ähnliches, also Kühlschrank jetzt nicht, aber Waschmaschine, Trockner, dann so anmacht, wenn der Strom günstig ist. Und das ist natürlich super. Ich kann meine Batterie damit füllen, also da gibt es eine ganze viele Menge Möglichkeiten. Und wenn ihr jetzt mal schaut, hier haben wir tatsächlich eine Stromkosten von 21,85 Cent. Das ist allerdings der Klasse, also der Rohertrag sozusagen. Dazu kommt noch eine Grundgebühr, die jetzt hier 5,73 Euro ist brutto. Das heißt, ich habe also für 235 kW, die ich in dem Monat April verbraucht habe, diesen Jahres, habe ich dann 80,11 Euro bezahlt. Wenn ihr jetzt aber mal genau rechnet, nämlich inklusive aller Gebühren, habe ich einen Strompreis von 28 Cent. Und das ist natürlich schon wirklich sehr, sehr günstig. Wer braucht eine Strompreisbremse? Und wenn ihr jetzt dieses Video seht, weil ihr neugierig geworden seid, dann guckt mal auf eure Stromkosten. Ihr werdet bestimmt 40 Cent, 50 Cent angekündigt bekommen haben, weil es gibt ja die Strompreisbremse und da brauchen wir ja nicht schnell die Preise runter machen, sondern lassen die einfach mal da. Ich brauche die. Ich habe noch nicht einmal die Strompreisbremse nutzen müssen. Wieso erzähle ich hier was von 28 Cent? Das will ich euch ganz kurz zeigen. Wir haben ja die 80,11 Euro. Die muss ich dann kurz teilen durch den tatsächlich verbrauchten Strom.
Und dann kommt da im Prinzip der 28 Cent Betrag raus. Denn die 21 Cent wären ja falsch, die sind ohne sonstige Gebühren. Sonstige Gebühren, wie gesagt, sind die Grundgebühren, die von Tibber noch dabei sind. Und das ist das Schöne an den Stromrechnungen von Tibber. Hier ist alles sehr, sehr detailliert aufgeführt. Wie viel Anteil hat eigentlich der Strompreis? Wie viel Anteil hat ja, die ganzen anderen Kosten wie Konzessionsabgaben, Stromsteuer, Offshore und so weiter, KWE-Umlagen und. Und das ist natürlich schon echt genial. Und so kann man tatsächlich hier schön Strom sparen. Jetzt habe ich hier allerdings den Vorteil, dass ich zu Hause den sogenannten Puls am Zähler habe und mit diesem Puls kann ich stündlich einen neuen Strompreis bekommen und ich kann den ausnutzen. Das ist vor allen Dingen wichtig in der teuren Phasen. In den teuren Phasen möchte ich ja nicht diesen Strom dann kaufen. Ihr habt ja gesehen, 40-50% Unterschied an Schwankungen zwischen den beiden Phasen. Es gab schon Tage im Winter, da war der Unterschied zwischen den beiden Höchstständen war dann schon über 160%, also heftig. Aber das kann man sparen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie sich der gleiche Monat ohne digitalen Zähler und ohne besondere Einflüsse, weil ich es ja nicht beeinflussen kann, dann bei mir in der Firma ausgewirkt hat. Da habe ich insgesamt, weil ich kein Photovoltaik am Dach habe, habe ich natürlich ganz normales Stromverbrauch, den wir so verbrauchen den ganzen Tag, von 404 Kilowattstunden, also gut doppelt so viel. Aber wenn ihr jetzt mal seht, ich habe tatsächlich nicht allzu viel mehr an Strom bezahlt. Denn hier habe ich 21,85 und hier habe ich 22,63. Das macht dann unterm Schnitt auch wieder hier ungefähr die 28 Cent aus, in dem Fall 28,5. Und das als Strompreis in der aktuellen Situation für einen Gewerbebetrieb, das ist ja wohl der absolute Hammer. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, deswegen lohnt sich Tibber auch für kleinere Gewerbebetriebe. Ich kann den Strom da nicht so beeinflussen wie zu Hause, ist klar. Jetzt ist der Unterschied zwischen zu Hause, wo ich den Strom beeinflussen kann, und dem Laden nicht so hoch. Das liegt aber daran, dass wir den Monat April haben und ich im Prinzip zu Hause nicht mehr allzu viele Optimierungsmaßnahmen durchführen muss, um den Strompreis zu beeinflussen, weil das macht jetzt meine Photovoltaikanlage auf dem Dach von ganz alleine. Weil die fängt nämlich relativ schnell und relativ früh an zu laden. Oder ich nehme noch Reststrom vom Vortag mit. Also von daher habe ich zu Hause gar nicht mehr so viel Optimierungsbedarf. Das wird erst wieder November, Dezember der Fall sein, wenn ich nicht genug Ertrag vom Dach bekomme. Aber wenn ihr, wie ihr seht, das ist alles gar kein Hexenwerk. Ich habe das Gleiche hier tatsächlich auch in meinem Laden zu einem echt günstigen Preis. Das heißt, ich nutze jetzt schon die Strompreise, die wir vorher hatten. Ja, also beziehungsweise die ihr dann, wenn ihr bei eurem Anbieter bleibt, erst in ein paar Monaten bekommt, weil wenn sie dann überhaupt das anpassen. Ne? Und von daher denke ich mal, ist das schon sehr lohnend, auch für kleine Unternehmen. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr den Link unten in der Videobeschreibung nutzen würdet. Habt ihr Fragen zu der Thematik, wie kommt das zustande und könnt ihr gerne die Videos gucken, könnt aber natürlich auch gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde euch dann versuchen, Rede und Antwort zu stehen und alle Fragen für euch zu klären. Alles andere findet ihr natürlich auch auf der Webseite von Tibber. Den Link habt ihr ja dann mit dem schönen Empfehlungslink und ja, würde ich sagen, Dankeschön für eure Geduld, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Techpirat, tschüss!